was läuft. Gut, Elena, du spielst mit Toggenburg jetzt hier im Turnier, U23 Schweizer Meisterschaft. Wie ist es gegangen heute? Ja, heute ist es gut gegangen. Wir sind Zweiter geworden in der Gruppe, haben gegen Olero 2-0 verloren, aber haben uns dann können Spiel gegen Gosselin durchsetzen. Jetzt warten wir heute Abend auf die Auslosung. Okay, und wer willst du am liebsten morgen? Ja, Dynamo Sevi wäre am liebsten. Okay. Ja. Wie ist es gegangen jetzt im Team? Die jetzt ein bisschen zusammenwürfeltes Team, hat verschiedene Spieler, hat vielleicht nicht so viel können miteinander trainieren. Wie habt ihr euch gefunden auf dem Feld? Ja, eben, unser Trainer hat auch gefunden, vielleicht ist es nicht mal so schlecht, dass wir gegen Valero verloren haben. Dann haben wir noch mal eine Spielzeit gehabt, um uns zu finden und für morgen halt noch mal trainieren quasi. Okay, jedenfalls, wir wünschen euch viel Glück, Mann. Danke. Dann zum anderen Thema, mit Kanti Schaffhausen habt ihr euch für das Finale qualifiziert. Seit vielen Jahren wieder. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es war natürlich grossartig, so lange im Spiel gegen Königs haben wir recht fest gehabt. Ja, jetzt sind wir, also wir haben ein Spiel gegen Neuchâtel und sind uns aber schon am Vorbereiten von Lehrer. Ja, das verstehe ich. Du hast alle wichtigen Matches fast hat gewonnen, jedes Mal, wenn es darauf abgekommen ist, stark gewesen. Was hat die Stärke von der Mannschaft ausgemacht dieses Jahr? Ja, ich glaube, bei uns ist es so, dass wir halt auch auf der Bank und auf dem Feld sind alle relativ auf einem ähnlichen Niveau. Das heisst, falls ein Stammspiel im Moment gar nicht geht, kommt von außen eigentlich ein gleichwertiger Ersatz. Und, wir haben sehr viele Möglichkeiten auch mit Diagonal und außen so zum Abtausch. Auch gibt Levan ist jetzt auf außen gewesen und hat in der Annahme sehr viel Stärke. Und ja, halt so die Konstanz ein bisschen eigentlich, die wir haben. Wow, okay. Und jetzt gegen Valero, was rechnet ihr für Chancen aus? Ja, gegen Valero ist natürlich, ja klar, wir sind sicher nicht Favoriten, aber wir haben nichts zu verlieren und geben Vollgas. Okay, jedenfalls viel Glück. Okay. Und dann noch vielleicht das letzte Thema, du spielst schnell in der Nazi, machst die ganze Vorbereitung mit für die Europameisterschaft in der Schweiz. Kannst du dich überhaupt noch erholen nach so vielen Sachen, die du machst? Ja, ich habe 2 Wochen Ferien. Also seit langem wieder Schulferien und gehe mit der Familie auf New York. Wow, okay. Geht es dann nachher los. Freue mich. Und dann, wie sieht ungefähr die Vorbereitung aus? Ja, wir spielen das Turnier in Montreux. Wir spielen wieder Euroliga. Und haben zwar sicher wieder viele Spielpraxen schon vor dem Niveau. Und dann geht es dann los. Und dann kommt das Highlight hier in Zürich. Ja, okay. Danke vielmals, Elena, und ganz viel Glück. Danke vielmals.